Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zur Begleitreihe unserer großen Jubiläumsausstellung Kubricks 2001 50 Jahre A Space Odyssey. Noch bis zum 23. September 2018 nehmen wir Sie ja mit auf eine Reise in einen ganz besonderen Filmklassiker, der dies Jahr eben seinen 50. Geburtstag feiert. Ich würde mal ganz gerne von Ihnen zu Beginn wissen, wer von Ihnen war denn schon in unserer Ausstellung? Ich bitte mal um Ihr Handzeichen. Ja, wunderbar. Das ist doch vorbildlich. Vielen Dank. Also, Sie haben die Chance, bis zum 23. September einfach wiederzukommen und nochmal reinzugehen oder, wenn es Ihnen gut gefallen hat, diese Info weiterzugeben. Wer von Ihnen hat denn 2001 Odyssee im Weltraum schon gesehen? Ich bitte nochmal um Ihr Handzeichen. Also ich mache mal die Gegenprobe. Wer von Ihnen hat den Film noch nicht gesehen? Ah ja, danke schön. Wer von denjenigen von Ihnen, die den Film schon gesehen haben, hat den Film denn schon mal im Kino gesehen? Wunderbar. Und wer hier im Kino des Deutschen Filmmuseums? Ah ja, sehr gut. Das ist ein guter Schnitt. Vielen Dank. Soweit für die Statistik. Dass wir heute Abend hier zusammenkommen, freut mich ganz besonders. Und viele von Ihnen kennen das natürlich schon. Für diejenigen von Ihnen, die das erste Mal hier sind, noch der freundliche Hinweis. Wir haben ein ganz umfangreiches Begleitprogramm zu unserer Ausstellung. Das läuft auch noch bis September und alle Veranstaltungen sind auch schon im Vorverkauf. Also lassen Sie sich das nicht entgehen. Gleich nächste Woche geht es weiter mit Professor Dr. Henry Kieser aus Heidelberg und einem Musikvideoprogramm inspiriert von 2001. Natürlich gibt es nicht nur diese Begleitreihe mit Gästen und vielen Filmen, sondern es gibt auch Klassiker des Science-Fiction-Films. Dazu achten Sie einfach auf das Kino Programmheft, jetzt das aktuelle Programm im Juni und im nächsten Monat im Juli gibt es auch wieder viele Science-Fiction-Filmklassiker vor und nach 2001, also Filme, die Kubricks Klassiker inspiriert haben und solche, die 2001 eben aufgegriffen haben, von 2001 inspiriert sind. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Abend einen Ehrengast hier begrüßen dürfen, den ich Ihnen gleich näher vorstellen möchte. Ja, dass wir hier heute zusammenkommen können und diesen Ehrengast hier haben, haben wir einer ganz besonders guten Zusammenarbeit mit der ESA zu verdanken, die uns bei dieser Ausstellungsbegleitreihe unterstützt. Und ich möchte meinen Dank an der Stelle an Nicola Gebers von der ESA in Darmstadt richten. Ich möchte außerdem noch stellvertretend für die vielen besonderen Science-Fiction-Ehrengäste des Abends Robert Vogel begrüßen, der heute Abend hier ist als rasender Weltraumreporter und der auch am 25. Juli zu Ihnen sprechen wird, nämlich eine Einführung zu der Fortsetzung, der filmischen Fortsetzung von 2001, nämlich 2010 von Peter Hyams. Der Gast des heutigen Abends ist sicherlich ein Gast, den man gar nicht näher vorstellen bräuchte, weil viele von Ihnen ihn schon aus den Medien kennen, er Ihnen aus den Medien schon sehr vertraut ist. Es ist ein Gast, dessen kulturhistorische Bedeutung sich allein dadurch schon ablesen lässt, da man ihn im großen Brockhaus findet. Wenn man den großen Brockhaus aufschlägt, findet man Reiter Thomas zwischen Reiswein, ist kein Scherz, und REITs, also den Real Estate Investment Trusts, und dazwischen eben Reiter Thomas. Und ich möchte das an der Stelle ganz besonders betonen, er ist unser Mann im All, auch insofern, denn Dr. Thomas Reiter ist gebürtiger Frankfurter. Ganz herzlich willkommen, Dr. Thomas Reiter. Dr. Thomas Reiter ist zurzeit ESA-Koordinator für internationale Agenturen. Er war ESA-Astronaut und er wurde 1958 hier in Frankfurt am Main geboren. Er ist Diplom-Ingenieur der Luft- und Raumfahrttechnik und General der Luftwaffe. 1992 wurde er in das im Europäischen Astronautenzentrum EAC in Köln ansässige Astronautenkorps der ESA berufen und im März 1995 dann zum Bordingenieur für die bis dahin längste bemannte ESA-Weltraummission Euromir 95 nominiert. Von September 1997 bis März 1999 war Reiter dann Kommandeur der fliegenden Gruppe eines Tornado-Jagdbombergeschwaders der deutschen Luftwaffe. Derzeit ist er von der Bundeswehr beurlaubt. Er hat zwei Missionen geführt, nämlich einmal Astrolab. Da hat er von Juli bis Dezember 2006 eine Reihe von europäischen wissenschaftlichen Experimenten im Weltall geleitet und war gleichzeitig hier auch Flugingenieur der Internationalen Raumstation der ISS. Thomas Reiter ist der europäische Astronaut, der die längste Weltraumerfahrung von allen hat, insgesamt 350 Tage im Weltall verbracht hat und er war der erste nicht-amerikanische und der erste nicht-russische Astronaut der permanenten ISS-Besetzung und führte dort auch mehrere Außenbordeinsätze durch.
Im Anschluss an seine berufliche Laufbahn als Astronaut wurde Thomas Reiter im August 2007 dann in den Vorstand des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt berufen, dort zuständig für Weltraumforschung, Raumfahrtforschung und Entwicklung. Von April 2011 bis Dezember 2015 war er Leiter des ESA-Direktorats für bemannte Raumfahrt und Missionsbetrieb mit Sitz in Darmstadt und verantwortete hier Europas Beitrag zur internationalen Raumstation ISS, außerdem die ESA-Aktivitäten im Bereich der bemannten Raumfahrt, dem Betrieb bemannter und unbemannter Raumfahrzeuge und des Bodensegments. Und heute ist Thomas Reiter ESA-Koordinator für internationale Agenturen und Berater des Generaldirektors. Wir sind sehr geehrt und freuen uns, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, Dr. Thomas Reiter. Ja, meine erste Frage ist eine offensichtliche, da wir hier zusammenkommen zu 50 Jahre 2001 von Kubrick. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie den Film das erste Mal gesehen haben? In welchem Zusammenhang war das und wie hat er damals auf Sie gewirkt? Ja, ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Ich war seinerzeit 10 Jahre. Wie alt bist du? 13, okay. Also ich war noch ein bisschen jünger. 1968 im Dezember bin zusammen mit meinem Vater hier in Frankfurt in das MGM-Kino gegangen und habe damals den Film zum ersten Mal gesehen. Und wenn wir uns zurückerinnern, zumindest für die, die so mein Jahrgang sind, das war die Zeit, als gerade die Gemini-Mission waren vorbei, Apollo-Mission liefen, die Vorbereitung für die erste Mission von Menschen zum Mond. Und in dieser Zeit kam dann dieser Film und der war faszinierend und er ist es heute noch. Mhm. Das heißt, mit frühen Jahren schon das erste Mal gesehen, hier in Frankfurt. Wir sind eben kurz zusammen durch die Ausstellung gegangen. Wir haben dort auch die historische Zeitungsseite reproduziert aus der Frankfurter Rundschau, von der Frankfurter Premiere aus dem Dezember 1968. Und ich weiß nicht, gibt es jemanden im Saal, der den Film auch hier in Frankfurt gesehen hat, im Royal? Ah ja, sind einige da, sehr schön. Wie war es dann der Schritt von 2001 selber Astronaut zu werden? Also wir haben auf der einen Seite diesen Science-Fiction-Film-Klassiker. War das auch eine Inspiration, um dann selber irgendwann ins All zu gehen? Naja, also der Weg, selbst dann Astronaut zu werden, war ein sehr langer. Da werde ich gleich noch was dazu sagen. Ich war in dieser Zeit natürlich voll von der Raumfahrt begeistert, bin ich heute ja auch noch, aber das hat damals so seine Wurzeln gehabt. Ich erinnere mich insbesondere natürlich an die ersten Schritte von Neil Armstrong auf dem Mond. Und dieser Film hat da so ein bisschen den Rahmen gegeben. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich wegen des Films Astronaut geworden bin, aber dieser Film hat natürlich so ein bisschen gezeigt, was vielleicht sich dann in 10, 20, 30 Jahren entwickeln kann. Es ist dann alles ganz anders gekommen, aber das hing sehr, sehr eng zusammen. Und diese Raumfahrtaktivitäten, das war für mich der entscheidende, sagen wir mal, der ausschlaggebende Moment, mich für dieses Thema zu begeistern. Ich habe mir dann, als ich ein bisschen älter war und dann Abi gemacht habe, gesagt, naja, also die Chancen in Europa in so eine Laufbahn zu kommen, die sind relativ gering. Also habe ich mich dazu entschlossen, etwas zu tun, was mich zumindest mal so ein bisschen in die Richtung bringt, eben Luft- und Raumfahrttechnikstudium an der Universität der Bundeswehr. Durch meine Eltern war ich fliegerisch vorbelastet. Wir waren jedes Wochenende auf dem Segelflugplatz, erst hier in Egelsbach in der Nähe und dann später in der Nähe von Hanau in Langselbold habe ich selbst angefangen mit Segelflug und so war also klar, dass ich irgendwie so Theorie und Praxis miteinander verbinden wollte. Und das war dann der berufliche Weg, den ich eingeschlagen habe, dass es dann tatsächlich mal so weit kommt und ich die Chance hatte, an so einem Auswahlverfahren teilzunehmen. Das war nie absehbar. Ich kann auch ehrlich gesagt nicht behaupten, ich hätte das so konsequent verfolgt, weil es hängt ja nicht nur von so einem selbst ab, sondern eben von dieser Gelegenheit. Und diese Gelegenheit, die kam dann so 1986, kam das vorbei, da war ich in der Militärfliegerei in Oldenburg in Norddeutschland stationiert, kam an einem grauen Herbsttag nachmittags vom Fliegen zurück
und gehe zurück in die Staffel und dann hängt an meinem Namensschild so ein Zettelchen. Dann sagt der Einsatzoffizier zu mir, Thomas, du sollst dich mal beim Kommandeur melden. Und gleich meine Karte angeschaut, ob ich irgendwelche Notams vielleicht nicht eingezeichnet hatte. Bin also mit der Karte unter den Arm zu meinem Kommandeur, hat mich da gemeldet und dann fragt er mich, ob ich an so einem Astronautenauswahlverfahren teilnehmen möchte. Da ist mir erstmal die Kinnlade runtergefallen, aber die Antwort musste ich mir nicht lange überlegen. Und so begann das dann alles. Das war dann allerdings noch ein etwas längerer Weg. Es hat dann bis 1992 gedauert. Es gab erst ein nationales Auswahlverfahren. Damals sind dann zwei Kandidatinnen und drei Kandidaten, insgesamt fünf ausgewählt worden, die für die D2-Mission sich dann dafür ausgebildet wurden. Und uns, wenn ich sage uns, meine ich einen anderen Kollegen, Kameraden aus der Fliegerei. Uns hat man dann gesagt, naja, ihr seid für das europäische Auswahlverfahren dann vorgesehen, aber wann das kommen sollte, war noch nicht klar. Und so hat es dann noch ein bisschen gedauert. 1992 war es dann soweit, dass man dann bei der ESA tatsächlich als Astronautenkandidat ausgewählt wurde. Also es war ein langer Weg und es war nicht vorhersehbar. Und die Frage, die sich mir stellt, ist natürlich, hilft Science Fiction dabei bei so einer Ausbildung, einer Vorbereitung? Oder kommt man dann an einen Punkt, wo man denkt, ach, das ist ja doch ganz anders? Ja, also ich will mal so sagen, es hilft natürlich insofern, weil es ja auch ein bisschen Ausdruck davon ist, wie man für dieses Thema überhaupt sich begeistert. Und ich kann also sagen, ich kenne keinen Kollegen oder Kollegin, die aus dem Bereich der Astronauten, die jetzt kein Interesse an Science Fiction hätten. Klar, da gibt es immer so Präferenzen. Manche sind eben mehr die Trekkies, manche mehr die, die sich mit Star Wars mehr befassen. Aber mir ist kein einziger bekannt, der oder die sagen würde, nö, also ich finde Science Fiction blöd und ich mache das nur, was im Rahmen meiner Aufgaben als Astronaut oder Astronautin steht. Insofern drückt es natürlich so ein bisschen die Begeisterung auch aus, die man für dieses Thema hat. Und selbstverständlich hat Raumfahrt etwas damit zu tun, in die Zukunft zu schauen, Visionen zu haben. Man arbeitet hier ja letztendlich an der Grenze des technisch Machbaren und das jeden Tag. Es sind auch einige Kollegen vom ESOC mit hier, die das bestätigen können. Und dieses Visionäre, was man eigentlich tagtäglich in seinem Beruf hat, das findet natürlich dann seine Fortsetzung, denke ich, auch so in dieser Begeisterung für Science Fiction. Sie haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, der und die Kolleginnen und die Kollegen. Ich habe so den Eindruck, man hört mehr über Astronauten als über Astronautinnen. Womit hängt das denn zusammen? Ja, in Deutschland ist das leider so. Ich denke, es hat ein bisschen was mit dem Interesse zu tun, dass eben auch Frauen im Bereich der Naturwissenschaften haben. Wir haben 2008 ein Auswahlverfahren gemacht bei der ESA. Da gab es insgesamt 8.000 Bewerberinnen und Bewerber, etwas über 8.000, 16% Frauen. Und wenn wir das mal betrachten, durch sämtliche Auswahlschritte, die dann da zu absolvieren waren, war der Prozentsatz von Frauen ungefähr gleich. Was ja auch logisch ist, weil das ein statistischer Prozess ist. Es wird ja nicht nach Mann oder Frau ausgesucht, sondern es wird nach psychologischen, nach medizinischen, nach fachlichen Kriterien ausgesucht. Und der Rest ist Statistik. Und wenn Sie mal heute schauen an Universitäten, so in Fachrichtung Physik, Ingenieurwissenschaften, Luft- und Raumfahrttechnik, Maschinenbau, also diese technischen Bereiche, dann werden Sie feststellen, dass der Prozentsatz von Frauen leider immer noch so in der Größenordnung mal ein bisschen über 10% oder mal ein bisschen unter 10% ist. Also ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen ansetzen und dann würde das auch funktionieren, dass wir mal auch vielleicht eine deutsche Astronautin haben. Also ich würde es mir sehr wünschen. Okay. Jetzt haben wir uns natürlich was gedacht, als wir Sie eingeladen haben, weil Sie ja sowohl 2001 schon so lange kennen, als auch die eigene Erfahrung mitbringen aus dem All.
Viele von Ihnen kennen den Film ja schon und sehen ihn heute zum wiederholten Male. Und wir haben ein paar Szenen vorbereitet aus Kubricks Klassiker und könnten die uns jetzt kurz im Ausschnitt anschauen. Und Sie könnten dann dazu mal sagen, ob sich das mit Ihren eigenen Erfahrungen deckt. Also okay. Ich würde mal kurz die Vorführerkollegen bitten, einfach den ersten Clip abzufahren. Und zwar sehen wir da gleich den Dr. Heywood Floyd, gespielt von William Sylvester, der dann mit allem Komfort hier an Bord des Raumschiffs Aries 1b reist. Und der Clip dauert etwa eine Minute. Soweit mal ein erster kleiner Ausschnitt aus 2001. Was davon deckt sich denn jetzt mit Ihren eigenen Weltraumerfahrungen und was ist dann doch eher Kubricks künstlerische Fiktion? Ja, gut, da gibt es jetzt nicht viel, was sich damit deckt. Fangen wir mal mit dem Essen an. Ja? Mhm. Also man hat gesehen, er hat da so mit Strohhalmen da so sein Essen zu sich genommen. Das ist interessant, diese Vorstellung, dass Astronauten sich nur so von Tubennahrung ernähren, das hat sich seither gehalten. Es ist also nicht so. Gott sei Dank, sonst wäre es wirklich eine Qual, ein halbes Jahr im Weltraum zu sein. Also glücklicherweise hat man dort oben relativ normales Essen. Klar, man muss alles, was flüssig ist, in der Tat durch solche Strohhalme trinken oder Röhrchen trinken, auch Suppe übrigens, aber es gibt auch ganz normale, also Hauptgerichte mit Fleisch, mit Kartoffeln, mit Gemüse und so weiter. Das wird in kleinen Konservendosen, wird das aufgewärmt, dann macht man die Dose auf und löffelt das da raus, muss natürlich ein bisschen vorsichtig mit dem Löffel hantieren, keine hektischen Bewegungen machen, sonst bewegt sich das Essen plötzlich da weg. Also das ist mal der erste Unterschied. Hä? Also so dieses nur von Tubennahrung ist Gott sei Dank nicht so und das Essen ist sogar schon relativ abwechslungsreich. Es würde heute noch keiner wegen des Essens in den Weltraum fliegen, das ist klar, aber es ist nicht so dramatisch. Ja, wenn ich dann diesen tollen Sitz sehe, ja, in dem sich der Herr festgeschnallt hat. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht sich erinnern können, als am 6. Juni der Alexander Gerst mit seinen Kollegen, mit seiner Kollegin und seinem Kollegen in Weltraum gestartet ist. Der Unterschied könnte nicht größer sein. Die Sojus ist saueng. 1,5 Kubikmeter, in denen sich 3 erwachsene Menschen da einpferchen müssen, auf Konturen sitzen mit angezogenen Knien. Also auch das stimmt nicht. Im Shuttle ist es ein bisschen geräumiger gewesen, ja, aber bei weitem noch nicht so wie da. Dann im Cockpit, auch da große Unterschiede. Also es sieht so schön futuristisch aus. Man kann sagen, heute gibt es gewisse Ähnlichkeiten mit dem Cockpit von Verkehrsflugzeugen, also schöne Multifunktionsdisplays bei den Raumschiffen. Also weder beim Shuttle und schon gar nicht bei der Soyuz ist das so gemütlich. Und man hat natürlich auch niemanden, der einem da das Essen hinbringt. Das muss man alle selbst machen. Dann gibt es ja am Ende noch diese schöne Zero-Gravity-Toilette. Ah ja, genau, das habe ich befürchtet, dass Sie das jetzt nicht auslassen wollen. Ja. Natürlich. Ja, ja, genau. Den Clip haben wir ja auch ganz bewusst so gewählt. Das habe ich befürchtet, ja. Also ich kann Ihnen sagen, dass die Ausbildung, um mit der Toilette umzugehen, ein bisschen umfangreicher ist als das, was da geschrieben wurde. Und das ist ja jetzt auch schon nicht wenig. Also die von Ihnen, die schon in der Ausstellung waren, die haben das ja noch vor Augen. Wir haben ja eine detailgetreuere Produktion oben. Das sind ja schon 10 Hinweise auf einer Seite. Ich weiß auch nicht, warum der Dr. Floyd das eigentlich jedes Mal nochmal lesen muss. Der ist doch schon Weltraum erfahren. Aber gut. Ja, also wie ist das wirklich? Also Gott sei Dank funktionieren die Toiletten sehr gut da oben. Ja, sind sehr zuverlässig. Die fehlende Schwerkraft wird durch Luftzug ersetzt. Und man muss wirklich auch in der Wartung und in der Handhabung dieser Toiletten ausgebildet werden. Ja, das ist nicht so wie zu Hause, das ist ein bisschen unterschiedlich. Weil wenn Sie also mal klein müssen, ja, und dann mitten in der Nacht aufstehen und da in die Toilette schweben und dann dieses Ding anschalten, können Sie sicher sein, meistens
geht dann mitten in der Nacht irgendwie ein gelbes oder ein rotes Licht an und dann können sie erstmal nicht, weil dann müssen sie erstmal schauen, dass sie da unter Umständen so einen Container wechseln oder was auch immer. Das gibt es verschiedene Dinge, die da gegebenenfalls zu tun sind. Und dann erst, wenn sie das gemacht haben, dann können sie sich ihrer Last entledigen. Also klar, Toilette gehört mit dazu, ist ein Teil und ein Teil der Lebenserhaltungssysteme und die funktionieren sehr zuverlässig und jeder muss in der Lage sein, diese Dinge natürlich zu gebrauchen so und so, aber auch zu warten und gegebenenfalls zu reparieren. Ja. Schauen wir uns mal den nächsten Clip an. Wir sehen jetzt den Frank Poole, also einen der beiden Astronauten an Bord des Raumschiffs Discovery. Und Sie sehen ihn, ja, wie er sich erholt, wie er sich auf einer künstlichen Sonnenbank ausbreitet an Bord des Raumschiffs Discovery. Und mir geht es insbesondere auch um die Frage, wie ist denn Kommunikation an Bord des Raumschiffs möglich und auch mit der Erde. Der nächste Clip, rund 2 Minuten. Ja, soweit bis hierhin. Auch da jetzt natürlich die spannende Frage, wie viel ist denn da filmische Fiktion oder gibt es da vielleicht auch Schnittmengen mit der Wirklichkeit im Weltraum? Ja gut, also fangen wir mal bei dem Thema der Kommunikation an. Das ist aus dem niedrigen Erdorbit in der Höhe von etwa 400 Kilometern kein Problem, auch sich direkt zu unterhalten. Man kann sogar telefonieren inzwischen. Also live tatsächlich. Genau, von der Internationalen Raumstation über einen geostationären Satelliten ist ein kleines bisschen an Verzögerung, weil eben das Signal erst auf 36.000 Kilometer hochgeht, dann so rund wieder zurück auf eine Bodenstation und von dort dann weitergeleitet wird. Aber man kann wirklich miteinander reden. Das ist natürlich hier nicht möglich. Wenn man sich das mal vorstellt, die waren ja auf dem Weg Richtung Jupiter. Und je nachdem, wo jetzt die Erde ist, relativ zu dem Raumschiff beziehungsweise relativ zum Jupiter, kann das also eine Verzögerung von mehreren Minuten, klar, wenn die von der Erde losfliegen, dann am Anfang kann man sich noch vielleicht direkt unterhalten und je weiter man wegkommt, wird das diese Verzögerung immer länger und die kann dann hochgehen bis maximal auf 1 Stunde, dass also ein Signal, das gesendet wird, 1 Stunde braucht, bis es bei dem Raumschiff, wenn es dann am Jupiter angekommen ist, empfangen wird. Und da geht es dann halt nur noch so offline. Es wird sicherlich dann in Zukunft, wenn wir irgendwann mal Menschen auch zum Mars schicken, und das hoffe ich, dass das vielleicht so innerhalb von den nächsten 2 Jahrzehnten möglich sein wird, da werden solche Verzögerungen natürlich eine Rolle spielen. Das heißt, da kann man sich nicht mehr direkt unterhalten, sondern man kann seine Nachricht absetzen und dann dauert es halt 1-2 Stunden, je nachdem, bis man eine Antwort erhält. Das klingt jetzt technisch ja schon sehr aufwendig, auch wenn es nur so eine minimale Verzögerung gibt und man sich live unterhalten kann. Wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Also müssen Sie quasi einen Telefontermin bei der Zentrale anmelden oder müssen Sie nochmal Rücksprache mit der Bodenstation halten oder können Sie quasi einfach in eine Kabine gehen oder von Monitor gehen und jetzt Ihre Frau anrufen? Ja, auf der Mir-Station war das noch so. Da hatten wir immer im wöchentlichen Wechsel einmal die Möglichkeit über Sprechverbindung mit der Familie zu sprechen und dann jeweils jedes zweite Wochenende sogar ein Video. Und das war dann vorher organisiert, das wusste man. Heute auf der ISS ist es also wesentlich komfortabler, wenn man zwischendurch eine Minute Zeit hat, kann man an den Computer gehen und dann eine beliebige Nummer anrufen. Ja, man kann also mit Freunden telefonieren und das muss man nicht anmelden. Es muss eine Verbindung zum geostationären Satelliten bestehen während eines Orbits, also während der 90 Minuten, die so ein Umlauf dauert, ist jetzt nicht durchgehend die Verbindung zum geostationären Satelliten. Deshalb muss man erst schauen, habe ich eine Verbindung und dann kann ich einfach telefonieren, wenn ich die Zeit dafür habe. Ja. Also gar nicht so unterschiedlich zur Erde. Erstmal gucken, bin ich im Funkloch oder genau, bin ich im... Ganz genau, ja. Passenden Bereich. Ah ja, wunderbar. Und jetzt haben wir diese zweite Sache hier noch in dem Clip gesehen, also der Frank Poole, der Astronaut, der sich da so schön auf dieser künstlichen Sonnenbank ausruht und mit einer entsprechenden Schutzbrille. Gibt es das im All auch oder gibt es irgendwelche Sportübungen, um sozusagen dem physischen Verfall durch die Bedingungen des Alls entgegenzuwirken?
Ja, das gibt es in der Tat. Nun hat ja dieses Raumschiff einen ganz entscheidenden Vorteil. Das hat eine Crewkabine, die sich dreht und damit so eine Art künstliche Schwerkraft erzeugt wird. Und das sorgt dafür, dass die Besatzung erstmal in ähnlichen Bedingungen dort lebt wie hier auf der Erde. Wenn man in die Schwerelosigkeit kommt, passiert Folgendes: Die Knochen beginnen sofort an zu demineralisieren, die Muskeln atrophieren und deshalb muss man pro Tag ungefähr 2,5 Stunden an Sport machen, um diesem Effekt zumindest teilweise entgegenzuwirken. Das ist schon anstrengend. Ja, man teilt sich diese 2,5 Stunden meistens auf zweimal auf, also einmal vorm Mittagessen, einmal vorm Abendessen. Und es ist deshalb sehr wichtig, nicht nur um dort oben seine Fitness zu halten, die man braucht, insbesondere wenn man Außenbordeinsätze macht, sondern insbesondere wenn man dann zurückkommt, wieder in der Schwerkraft ist, um dann möglichst schnell sich wieder an dieses eine G, an diese Schwerkraft zu gewöhnen. Und wenn ich dort oben schludere und meinen Sport nicht mache, dann rächt sich das nachher bitterlich. Dieses gemütliche Liegen, gut, in der Schwerelosigkeit braucht man nicht zu liegen, da schwebt man, das ist sehr angenehm, hat aber eben genau diese negativen Aspekte. Interessanter Aspekt, er nimmt da ja so ein Sonnenbad. Wir hatten, also es gibt an Bord sowohl damals der russischen Raumstation Mir als auch heute an Bord der ISS spezielle Fenster mit Quarzgläsern und die Quarzgläser lassen UV-Strahlen durch. Und da muss man sagen, muss man sehr vorsichtig sein, wenn man da durchschaut, immer mit einer Sonnenbrille und immer den Körper bedeckt halten, weil das, was dort oben dann reinfällt, ist wirklich harte UV-Strahlen. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, weil ich seinerzeit, als ich an Bord der Mir-Station war, mal Videoaufnahme gemacht habe in der Luftschleuse und da schien von unten gewissermaßen die Sonne durch, ja, durch so eines dieser Quarzgläser und fiel mir so auf den Oberarm, vielleicht für 20 Sekunden. Und das hat dann so einen Sonnenbrand gegeben, obwohl es wirklich nur ein paar Sekunden waren. Das zeigt einem, wie stark die UV-Strahlung ist. Eine Anmerkung noch, was auch ganz interessant ist: Es sind ja drei der Crewmitglieder hier in so einem Kälteschlaf. Kältetiefschlaf. Das ist ja auch ein hochinteressanter Aspekt, an dem wird auch geforscht. Interessanterweise ist da auch einer der Wissenschaftler hier von der Uni in Frankfurt damit befasst, der Professor Bereiter Hahn, die sich also genau mit diesem Thema befassen, des Kältetiefschlafs. Das haben wir heute noch nicht im Griff. Ein hochinteressantes Thema, was natürlich naheliegend ist, wenn ich so eine lange Mission habe, um eben die notwendigen Ressourcen, die ich benötige, an Wasser, an Sauerstoff, an Nahrung zu minimieren, macht es dann natürlich bei solchen langen Reisen Sinn, tatsächlich die Besatzungsmitglieder in so einen Tiefschlaf zu bringen. Und da gibt es also sehr, sehr interessante Untersuchungen. Aber das beherrscht man heute auch noch nicht. Aber wir hoffen, dass man irgendwann mal dahin kommt. Bliebe noch HAL 9000, der Supercomputer, den wir hier nur kurz hören in dem Clip, der ja so intelligent ist als künstliche Intelligenz, dass er aus dieser Videobotschaft der Eltern an Frank Poole ableitet, dass der Astronaut jetzt Geburtstag hat und ihm dann gratuliert. Wie weit ist da denn der Stand? Also gibt es da so künstliche Intelligenzen auch an Bord mittlerweile, die Einzug gehalten haben, die einen auch entsprechend begrüßen? Also der Alexander Gerst hat interessanterweise genauso ein Experiment dabei, das heißt Simon. Das ist so eine kleine Kugel mit einer KI-Software, die auch selbst sich da bewegen kann mit so kleinen Luftschrauben und ihm da gewissermaßen über die Schulter schauen kann und ihm bei bestimmten Aufgaben dann Tipps geben soll. Also das ist in so einem Erprobungsstadium. In der Tat ist KI auch in der Raumfahrt ein ganz, ganz wichtiges und heißes Thema. Und ich meine, der ganze Film entwickelt sich ja dann dadurch, dass so ein Funktionselement bei der Antenne ausfallen soll. Das wird von dem Computer vorhergesagt und dann fliegt einer von den beiden raus, holt das Gerät an Bord und dann überprüfen sie, stellen fest, das ist nicht in Ordnung. Dann bekommen sie eben Zweifel an der Zuverlässigkeit dieses Computers. Was wir an Bord der ISS
festgestellt haben, gerade zu Beginn des Aufbaus. Das ist also ein hochkomplexes System, 52 Computer, die da an Bord ihren Dienst leisten, um die ganze Steuerung von den Bordsystemen, Lebenserhaltungssystemen, den wissenschaftlichen Geräten zu ermöglichen. Und gerade im Aufbau der Station hatte man also die Situation gehabt, dass dort Fehleranzeigen kamen und man konnte diese Fehleranzeigen nicht einer klaren Ursache zuordnen. Und das ist so ein typisches Anwendungsfeld von künstlicher Intelligenz. Jetzt hat man bei der ISS den großen Vorteil, da sitzen am Boden in den Kontrollzentren viele, viele Ingenieure, die also die ganze Telemetrie überprüfen und einem dann dabei behilflich sein können bei der Fehlersuche. Ja. In Zukunft, denke ich, wird das so eine Aufgabe sein, die die künstliche Intelligenz übernehmen kann. Und deshalb ist das für uns auch unter anderem von großem Interesse. Ja. Einen letzten Clip haben wir noch, nochmal rund eine Minute lang. Eine dramatische Szene, und zwar Dave Bowman, der wieder an Bord kommt, und zwar durch die Notluftschleuse der Discovery. Und da wäre meine Frage, die ich schon vorwegschieben möchte: Deckt sich das denn mit Ihren eigenen Erfahrungen in der Ausbildung und auch natürlich als Ingenieur, aber auch was die Weltraumbedingungen angeht? Ist so eine Szene realistisch? Könnte man die möglicherweise überleben, wie sie im Film gezeigt wird? Oder ist das vielleicht doch Fiktion? Letzter Clip ab, bitte. Ja, soweit. Das ist natürlich eine sehr dramatische Szene, diejenigen, die den Film noch guten Erinnerungen haben, werden das vielleicht bestätigen können. Wie verhält sich es? Ist das filmische Fiktion oder kann man wirklich so einen Wiedereintritt aus der Raumgondel ohne Raumfahrerhelm durch die Notluftschleuse überleben? Ich möchte es nicht probieren. aber ich muss ehrlich sagen, ich kriege mal schon fast so ein bisschen Herzklopfen, aber aus anderen Gründen, weil warum? Ich sag mal, man kann sich gut in diese Situation reinversetzen. In der Militärfliegerei kennt man das. Man sitzt da auf einem Schleudersitz. Gut, er hat keinen Schleudersitz benutzt, sondern er hat die Einstiegsluke rausgesprengt. Aber so diese Vorbereitung, die er da macht, also irgendwie kann man sich da sehr, sehr gut in diese Situation reinversetzen. Also zunächst mal, was da passiert, ist eine rapide Dekompression. Und was nicht gut dargestellt ist, in so einer Situation darf man eines nicht machen, zu versuchen, die Luft anzuhalten. Das wäre tödlich. Man lernt in der Militärfliegerei, muss man bestimmten Zeitabständen immer in so Unterdruckkammern und Sauerstoffmangelsymptome, damit man die kennenlernt und auch immer wieder auffrischt, wie man selbst darauf reagiert. Und dann wird man auch so einer rapiden Dekompression ausgesetzt, die allerdings nur von der Druckhöhe so etwa von 14.000 Fuß bis auf 35.000 Fuß geht. Aber schon recht beachtlich, da tut es einen kräftigen Knall, wenn diese Dekompression stattfindet. Es wird alles um einen herum wird weiß. Auch das war realistisch dargestellt. Also dieser Dampf, der da rauskam, das ist die Folge von der Dekompression. In der Luft ist Feuchtigkeit drin. Es entspannt sich, die Temperatur sinkt und dann kondensiert sofort die Feuchtigkeit aus. Und man darf nicht, wirklich nicht die Luft anhalten, weil sonst platzt die Lunge und das wäre tödlich. Also das ist der Teil, der nicht realistisch ist. Ich muss ehrlich sagen, mir sind da also keine Informationen bekannt, ob das mal irgendwann ausprobiert wurde. Ich kann mir vorstellen, dass man sowas tatsächlich überleben kann für wenige Sekunden. Ich glaube, niemand wollte das machen. Ich wollte gerade fragen, ich hoffe, so eine Extremsituation gab es auch nicht während Ihrer Mission. Nee, nicht nur während meiner, sondern mir ist keine solche Situation bekannt, dass das passiert. Wenn man sich für diese Außenbordeinsätze vorbereitet, dann muss man natürlich erstmal die Raumanzüge kennenlernen, man muss die Arbeiten, die man da draußen ausführen soll, kennenlernen, natürlich auch so ein bisschen die Besonderheiten, wie der Körper dann in den Raumanzügen reagiert. Man befindet sich im Inneren der Raumanzüge bei einem stark verringerten Druck, also so auf Meereshöhe 1013 Hektopascal. In den Raumanzügen ist es ungefähr ein Drittel des Druckes wie auf Meereshöhe, allerdings reine Sauerstoffatmosphäre.
Und da muss man natürlich Vorkehrungen treffen. Man muss, bevor man in den Anzug reingeht, muss man dafür sorgen, dass die Stickstoffkonzentration im Gewebe verringert wird. Deshalb atmet man, bevor man diese Raumanzüge anlegt, rein Sauerstoff. Macht da auch so ein bisschen Sport dabei, ist auf dem Fahrradergometer, damit der Kreislauf ein bisschen in Schwung kommt und der im Gewebe gelöste Stickstoff abgegeben wird. Und dann legt man diese Raumanzüge an, überprüft deren Dichtigkeit. Wenn so ein Raumanzug Leck schlagen sollte, dann muss man halt schauen, dass man möglichst schnell in die Luftschleuse zurückkommt. So wie man in der Luftschleuse ist, hat man dort natürlich einen Versorgungsschlauch, den man dann mit dem Raumanzug verbinden kann, der gewissermaßen dieses Leck dann füttert und man ausreichend Zeit hat, um diesen Rückschleusevorgang zu machen. Aber sowas, glaube ich, möchte keiner erleben. Was übrigens da ein interessanter Aspekt ist, ich hatte bei meinem ersten Außenbordeinsatz auf der Mir-Station die Aufgabe, nachdem der Druck ausreichend tief war, die Luke in den Weltraum zu öffnen. Man ist immer zu zweit in der Luftschleuse. Mein russischer Kollege, der Sergej Avdejev, der hat die Ventile bedient. Ich habe die Prozedur ihm vorgelesen und musste dann eben diese Schleuse öffnen. Und dann bildet sich um diese Aufstiegsluke hat sich so ein bisschen Kondensat gebildet, ja, weil eben in der Luft ist immer Feuchtigkeit drin und wenn dann der Druck sinkt, dann kondensiert es aus, dann schlägt es nieder und dann sieht man da so Wassertropfen, ja, oder so Kondensattropfen. Wir wissen alle, die Siedetemperatur hängt hauptsächlich von dem Druck ab. Nee, nicht hauptsächlich, die hängt nur vom Druck ab. Und das hat dann zur Folge, dass wenn man dann den Blick auf diese Wassertropfen, die da sich gebildet haben, lenkt, dass plötzlich fängt das an zu sieden. Also bei Umgebungstemperatur. Das fängt an zu brodeln. Und nach 5, 10 Sekunden wird das von einer Sekunde auf die andere zu Eis. Ja, das hängt dann eben mit dem Hochvakuum zusammen, das da herrscht. Und das ist dann so ein Effekt, der könnte dann eben auch in dem Körper auftreten. Ja, das Blut würde natürlich nach einer gewissen Zeit sich ähnlich verhalten. Das würde anfangen zu sieden, würde dann schlagartig gefrieren. Aber das passiert nicht nach 10 Sekunden, das passiert irgendwann nach längerer Zeit. Wie lang das ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich habe es nicht ausprobiert und Besser möchte es auch nicht vielleicht. ausprobieren. So, jetzt haben wir natürlich noch die Möglichkeit, dass Sie auch Fragen an Dr. Thomas Reiter stellen. Wir wollen es ja hier nicht nur alleine unter uns unterhalten, sondern Sie haben natürlich auch die Gelegenheit. Ich habe ein Mikro hier, es gibt schon die erste Meldung. Einer nach dem anderen. Warten Sie bitte kurz, weil wir diese Veranstaltung auch mitschneiden. Nicht nur, bis Sie das Wort haben, sondern auch, bis Sie das Mikrofon haben, damit wir Sie alle gut verstehen und auch für den Mitschnitt. Ich komme zu Ihnen. Einen Moment bitte. Ja, ganz kurze Frage. Ich habe mich schon länger gefragt, warum die Astronauten Astronauten heißen und nicht Orbinauten. Weil es geht ja nicht zu den Sternen, sondern es ist im Orbit. Orbinautinnen natürlich. Ja. Nee, sehr gute Frage. Da haben Sie eigentlich vollkommen recht. Ehrlich gesagt, bei Gesprächen mit meinen russischen Kollegen kam genau dieser Punkt auch auf, weil die heißen ja Kosmonauten und die sagen genau aus dem gleichen Grund wie Sie, Astronaut kommt ja von dem Wort Astra, also Stern, und wir fliegen ja noch nicht zu den Sternen, das ist noch in weiter Zukunft, sondern wir fliegen erstmal in das Weltall, also in den Kosmos, und deshalb sagen die russischen Kollegen, Kosmonaut und Kosmonautin ist die richtigere Bezeichnung. Also es wird ja beides verwendet, aber klar, Sie haben da natürlich einen Punkt, weil Astronaut heißt, man reist auch zu den Sternen und das kommt hoffentlich irgendwann mal, ist aber, glaube ich, noch in ferner Zukunft. Das ist noch ein bisschen Science Fiction. Wir haben ja jetzt erfahren, wie man da oben auf Toilette geht und wie man isst, aber wie schläft man denn da oben? Werden Sie
festgeschnallt oder haben Sie auch eine Kapsel, wo Sie reingehen? Ja, also jeder hat einen Schlafsack erstmal, den man dann irgendwo anbringt. Als ich auf der Mir-Station war, der russischen Raumstation, hatte ich leider keine eigene Kajüte, hatten nur der Kommandant und der Bordingenieur, die hatten eine kleine Kajüte und hatte deshalb meinen Schlafsack in einem der Module auf dem Boden gelegt. Und auf der ISS hatte ich also selbst dann auch eine Kajüte gehabt, so Boden, eine Grundfläche so von weniger als einem Quadratmeter, wo ich dann meinen Schlafsack an der Wand angebracht habe. Der Schlafsack soll einen einfach ein bisschen warm halten, während man schläft und verhindern, dass man dann beim Schlafen so durch die Station schwebt. Ansonsten kann ich Ihnen sagen, das ist toll. Ich hab also noch nie so gut geschlafen wie da oben, weil Sie können ja nicht irgendwie auf dem Rücken liegen. Ja. Manchmal passiert, also mir zumindest, dass man morgens aufwacht und sagt, oh, verdammt, ich habe irgendwie falsch auf dem Kissen gelegen. All das kann dort oben nicht passieren, weil Sie einfach nur im Prinzip von dem Schlafsack am Wegschweben gehindert werden. Sie wollen ja nicht am nächsten Morgen dann in der Luftschleuse aufwachen. Ja. Man braucht weniger Schlaf, also das war meine Erfahrung, man braucht ein bisschen weniger Schlaf, weil sich offensichtlich auch der Körper dadurch etwas schneller regeneriert. Der Körper nimmt in der Schwerelosigkeit fast so eine Embryo-Position ein. Versuchen Sie das mal, wenn Sie das nächste Mal ins Schwimmbad gehen. Ja, halten Sie einfach mal die Luft an und versuchen Sie mal so alle Muskeln total zu entspannen. Dann kommen die Arme eigentlich so hoch. Ja, man geht so ein bisschen vorgebeugt, die Beine sind leicht angezogen. Das ist so eine Neutralstellung, die der Körper einnimmt. Und das passiert dort oben in der Schwerelosigkeit auch. Also man ist total entspannt und braucht ein bisschen weniger Schlaf, wenn man ihn denn bekommt, weil Murphys Gesetz sagt natürlich, dass Bordsysteme nicht nur während der Arbeitszeit, sondern bevorzugt nachts so um 3-4 Uhr, da machen die das sehr gerne, ausfallen und dann geht eine Sirene los und dann je nachdem, was es ist, kann man es entweder auf den nächsten Tag verschieben, sagen, okay, ist jetzt nichts Dramatisches, oder es ist was sofortige Abhilfe erfordert und dann heißt es all hands on deck und dann ist die Nacht zu Ende. Ein kleiner Aspekt noch, der ein bisschen in dem Zusammenhang interessant ist. Es gibt also Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ah, ich kann dann oben nicht so gut schlafen, weil ich brauche einfach das Gefühl, dass ich irgendwie auf was draufgedrückt werde. Diejenigen können dann mit Gummibändern, die kann man so dann über den Schlafsack drüber spannen und die halten einen dann an, drücken einen so ein bisschen auf den Untergrund und können denjenigen, die das Problem haben, dann helfen, ein bisschen schneller zu schlafen. Und wer Probleme hat mit Einschlafen, der zählt Schäfchen, ne? Dort oben gibt es einen Effekt, wenn man also das Licht ausgeschaltet hat und die Blenden vor die Fenster gemacht haben, es ist wirklich dunkel, dann sieht man plötzlich Lichtblitze in den Augen. Das kommt durch die kosmische Strahlung. Es gibt bestimmte Bereiche, wo das dann ein bisschen intensiver ist, wenn man durch die sogenannte südatlantische Anomalie fliegt. Das ist ein Bereich über dem Südatlantik, wo die kosmische Strahlung ein bisschen stärker ist. Da sieht man dann häufiger diese Lichtblitze. Und wie gesagt, wer dann schlecht einschlafen kann, zählt halt statt Schäfchen diese Lichtblitze und schläft dann auch wunderbar ein. Ich habe eine Frage zu dem kugelförmigen Roboter Simon, den man Astro Alex mitgegeben hat. Ich bin zunächst mal sicher, dass der tatsächlich von HAL inspiriert worden ist. Meine Frage ist aber, ich habe einen Bericht über diesen Roboter gesehen und der macht immer ein schönes Gesicht und ist freundlich und mein erster Gedanke war, huch, der nervt doch bestimmt. Gibt es da Rückmeldung? Bis jetzt noch nicht. Müssen wir mal schauen, wenn der Alex zurück ist. Also es handelt sich ja hierbei ganz klar um Technologieexperiment. Und am Ende wird die Effektivität danach bewertet, ob dieses System wirklich behilflich sein kann oder eben nur stört. Ja. Das werden wir sehen. Ich denke, dass diese Technologie eine ganze Menge Potenzial hat.
Insbesondere kann ich mir vorstellen, dass wenn man das kombiniert mit sogenannter Augmented Reality, dass man also dort oben, so wie das hier auf der Erde auch schon möglich ist, mit Brillen, die dann bestimmte Dinge einem gewissermaßen so vors Gesicht projizieren, dass man, während man dort oben Wartungsarbeiten macht oder Experimente durchführt, jetzt nicht irgendwie eine Dokumentation oder immer auf einen Laptop wieder schauen muss, sondern immer alles da hat, wo man auch gerade am Arbeiten ist, dass das ein großer Fortschritt ist und diese Kombination dann mit solchen Assistenten, die einem dann gegebenenfalls Funkverbindung herstellen mit dem Boden oder irgendwie sagen, gut, du hast hier schwebt dir gerade ein Schräubchen weg, das du nicht richtig auf dem Klebeband festgemacht hast. Das kann schon effizient sein. Aber da müssen wir jetzt einfach mal die Erfahrungen abwarten. Es ist klar, sowas wird nur akzeptiert, wenn es eben gut im Zusammenspiel mit demjenigen, der dort oben irgendeine Aufgabe zu lösen hat, dann auch stattfindet. Wir haben ja jetzt gehört, dass es relativ einfach ist, von der ISS aus zu telefonieren. Geht das auch umgekehrt? Welche internationale Vorwahl hat die ISS? Gibt es da eine Telefonzentrale? Ja. Die Frage habe ich erwartet. Robert, nein, gibt's nicht. Man kann nicht dort oben anrufen. Das ist nur eine Verbindung, die von oben nach unten geht. Also da muss der Alexander dann die entsprechende Telefonnummer mitgenommen haben oder fragt seine Kollegen, wen er anrufen soll. Umgekehrt kann man da oben nicht anrufen. Das können nur die Kontrollzentren machen. Die haben aber eine Echtzeitverbindung, ohne eine Nummer wählen zu müssen. Die können jederzeit einfach ans Mikrofon gehen und sagen, Station, this is Houston. Und dann wird einer antworten. Oder Zdes Center Upravlenie von russischer Seite. Wie lange dauert das, sich wieder auf die Schwerkraft umzustellen und wie unangenehm ist das? Ja, es ist... Also wenn man nach einem halben Jahr wieder auf die Erde zurückkommt, muss ich sagen, die ersten Stunden sind nicht angenehm, um nicht zu sagen ekelhaft. Man ist bereits nach einer Nacht guten Schlafs, fühlt man sich schon wieder wie ein neuer Mensch. Man ist im ersten Moment wirklich total überrascht, wie tonnenschwer sich der eigene Körper anfühlt. Also so die Arme dann wieder selbst zu tragen. Das ist ein ganz ungewohntes Gefühl. Nicht schlimm, aber das, was am Anfang, zumindest für mich, jetzt so unmittelbar nach der Landung, das Unangenehmste war, ist eigentlich das Gleichgewichtssystem. Ja? Weil man fühlt sich, also jede Kopfbewegung fängt sich alles an zu drehen. Das ist ungefähr so, als hätte man zwei oder drei Applewein zu viel getrunken, bloß ohne Alkohol. Ne? Und das hält ein paar Tage vor, wird progressiv weniger. Die Regulierung des Blutdrucks ist sehr träge geworden. Das heißt, wenn man längere Zeit steht, ja, kann man so richtig sehen, wie die Farbe aus dem Gesicht weggeht. Das kommt dann auch nach ein paar Tagen wieder zurück. Aber es ist eben interessant, wie anpassungsfähig der menschliche Körper ist, sowohl wenn man von der Schwerkraft in die Schwerelosigkeit kommt, ja, das geht relativ flott, man passt sich da an und ich habe zwar die Effekte genannt, aber man kann dort über dieses halbe Jahr wunderbar arbeiten. Wenn man zurückkommt, klar geht es einem für die ersten Stunden nicht so gut, ja, aber wie gesagt, am Tag nach der Landung ist es schon viel besser und man muss dann natürlich so ein Reha-Programm machen. Das dauert so ungefähr, ja, je nachdem 4 bis 6 Wochen, je nachdem, wie intensiv man das machen kann, bis man wieder die gleiche körperliche Leistungsfähigkeit wie vor dem Flug hat. Also das ist so ungefähr der Zeitraum. Ja, ich habe mal gehört, früher, dass ältere Betriebssysteme für die Computer eingesetzt werden, weil die bewährt sind und weniger Fehler haben als neue. Ist das heute auch noch so? Ja, also... Die Raumstation wird jetzt hauptsächlich mit Linux-Systemen gesteuert, ja, weil das einfach etwas robuster ist.
Ich könnte Ihnen jetzt Hersteller von einem Betriebssystem nennen, denen man sicherlich nicht die Steuerung von lebenswichtigen Aufgaben an der Raumstation überlassen würde. Nichtsdestotrotz gibt es diese Betriebssysteme dort oben allerdings nicht für Steuerungsaufgaben, sondern es gibt ein sogenanntes OPS-LAN, mit dem, also wo die E-Mails und so die ganz normalen Word-Anwendungen und Zugriff auf den täglichen Arbeitsplan laufen. Das sind dann so Standard-Betriebssysteme. Die sind aber separat, das ist wirklich ein absolut separates Netzwerk gegenüber den Systemen, die tatsächlich die Raumstation steuern. Ich hatte es vorhin schon gesagt, es sind ungefähr 52 Computer, die dort oben in den verschiedenen Modulen verteilt sind, die über sämtliche Steuerungsaufgaben wachen. Die sind mit einem speziellen Bussystem verbunden. Die Spezialisten unter Ihnen, denen sagt es vielleicht was, 1553 Standard Milbus, das dazu dient, eben Steuerbefehle an bestimmte Aktuatoren zu senden. Und die Schnittstelle zwischen der Besatzung bzw. der Bodenkontrolle mit diesem Bordsystem geschieht dann eben über so ein Linux-System oder Linux-Computer. Ne? Nächste Frage. Was halten Sie von der Privatisierung der Weltraumfahrt? Ja, das ist ein Prozess, der sehr stark voranschreitet, insbesondere in den USA. Ist eigentlich ein logischer Prozess, wenn wir uns mal zurückerinnern an die Entwicklung der Luftfahrt vor 100 Jahren, kann man da gewisse Parallelen erkennen. Es geht in der Raumfahrt nicht ganz so schnell, weil eben der Aufwand, um überhaupt Objekte dort oben in den Weltraum zu bringen, wesentlich größer ist. Aber jetzt greift es mehr und mehr um sich. Also man sieht, heute werden in der Raumfahrt schon mal in verschiedenen Bereichen ziemlich viel Geld verdient. Im Bereich der Telekommunikation, das ist eigentlich voll kommerziell. Dann der Bereich der Erdbeobachtung, der Satellitennavigation, nicht mit den Rohdaten, ja, aber mit der Verarbeitung solcher Daten. Es gibt ein europäisches Erdbeobachtungssystem, Copernicus, 7 Satelliten, die im Orbit sind. Etliche davon werden von uns in Darmstadt kontrolliert. Diese 7 Satelliten liefern pro Tag etwa 15 Terabyte an Rohdaten. 15 Terabyte. So, diese Daten sind frei zugänglich, aber jetzt können eben Firmen, Startups hergehen und sagen, ich habe eine tolle Idee, ich kann mir einen bestimmten Business Case vorstellen, in welcher Form diese Daten benötigt werden können und prozessiere die dann entsprechend und damit kann dann die Wertschöpfung erfolgen. Also das ist so ein anderer Bereich. Gleiches gilt natürlich für die Kombination mit Navigationsdaten. Und in den USA sieht man natürlich auch inzwischen, nicht nur in den USA, auch in einigen anderen Ländern, dass der Bereich des Raumtransports mehr und mehr kommerziell läuft, wobei da der Begriff kommerziell so ein bisschen verzerrt ist. Denn auch solche Firmen wie SpaceX mit Elon Musk, die sehr erfolgreich sind, aber die Preise, die die NASA für einen Start zahlt, sind immer noch wesentlich höher als die Preise, die Elon Musk auf dem freien Markt für einen Start verlangt. Also da sieht man, das ist noch so ein bisschen verzerrt, aber es geht in diese Richtung. Es gibt in Amerika etliche Startups, die sich auch schon Gedanken darüber machen, vielleicht mal Ressourcen auf Mond zu fördern, beziehungsweise auf Asteroiden. Also es beginnt mehr und mehr und natürlich last not least die Frage des Weltraumtourismus. Da muss man eben schauen. Es ist eben sehr aufwendig. Ich will Ihnen das mal an folgendem Beispiel verdeutlichen. Jedes Kilogramm, das Sie in Erdorbit bringen, das hat eine kinetische Energie von über 30 Megajoule. Jedes Kilogramm, so 30 Megajoule, kann sich jetzt keiner was drunter vorstellen. Das ist weit mehr als die Energie, die in der Handgranate drin ist oder in einem vergleichbaren Menge Sprengstoff. Das gibt Ihnen einen Eindruck davon, wie viel Energie ich aufwenden muss, um irgendwas da hochzubringen. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr aufwendig noch. Der Trend ist, diese Transportkosten zu verringern. Deshalb ist diese Konkurrenz einerseits auch gut. Andererseits muss man natürlich auch immer sich
Gedanken über das Thema Nachhaltigkeit machen, weil ich brauche halt ziemlich viel Tonnen Sprit, um jedes Kilogramm dort hochzubringen. Aber ich kann Ihnen abschließend gerade zu diesem Thema sagen, mein Wunsch wäre es eigentlich, dass lieber morgen als übermorgen möglichst viele Menschen mal Gelegenheit haben, den Blick auf unseren Planeten von dort oben zu lenken, weil ich fürchte, und gut, da mögen Sie jetzt derselben oder auch anderer Meinung sein, unsere Fähigkeit aus der Geschichte zu lernen scheint doch sehr begrenzt zu sein. Es werden immer wieder gleiche Fehler gemacht und ich könnte mir vorstellen, dass je mehr Menschen von dort oben mal diesen Blick auf diese wunderschöne blaue Kugel haben und sehen, wie verloren das in dieser unendlichen Schwärze des Weltraums aussieht, vielleicht trägt das eher was dazu bei, dass wir uns um die wirklichen Probleme der Menschheit insgesamt kümmern können, als über irgendwelche Detailprobleme. Wie groß ist denn die Chance, dass eines Tages mal für künstliche Schwerkraft gesorgt werden könnte? Also mit Hilfe von Fliehkraft. Und welchen Durchmesser müsste so ein Rad mindestens haben? Ja, also es gibt da hier ein wunderschönes Beispiel in diesem Film, diese Raumstation, dieses Doppelrad, das sich dreht. Das ist eigentlich das Naheliegende, um so eine Art künstliche Schwerkraft zu erzeugen. Es gab ein entsprechendes Projekt, sowas Ähnliches bei der Raumstation, also bei der ISS mal anzubringen, ein japanisches Modul mit einer Humanzentrifuge. Dieses Projekt wurde dann allerdings gestoppt, und zwar aus folgendem Grund: Wenn Sie eine relativ große Struktur dort oben in Rotation versetzen, dann steckt natürlich da eine gewisse kinetische Energie drin. Wenn da jetzt irgendein Problem mit der Lagerung plötzlich entsteht und das Lager frisst und diese kinetische Energie plötzlich sich in irgendwelche Kräfte umsetzt, die dann diese Station plötzlich womit die Station beaufschlagt wird, dann kann das also fatale Folgen haben. Deshalb wurde aus Sicherheitsgründen dieses Projekt, das war ein japanisches Modul, KAM, Humanzentrifuge wurde gestoppt, das ist nicht hochgekommen. Dennoch, klar, das ist das Naheliegende, um längeren Aufenthalt dort oben zu überstehen, ohne dass eben solche Effekte wie Demineralisierung der Knochen und Muskelatrophie und vieles mehr entsteht. Bisher, wie gesagt, ist das technisch noch nicht realisiert worden. Über die Abmessung lässt sich eigentlich nicht viel sagen. Je größer der Radius ist, desto geringer die Geschwindigkeit, mit der sich dieses Objekt drehen muss, um eine gewisse Schwerkraft, ja, also ein Äquivalent zur Schwerkraft, das ist ja keine Schwerkraft, das ist ja eine Beschleunigung, die dort auf einen wirkt. Das große Problem bei solchen Strukturen ist, sie müssen die ja entsprechend auswuchten, ja, damit das nicht anfängt zu eiern. Sie kennen das vom Autoreifen, wenn die nicht richtig ausgewuchtet sind, entstehen da entsprechende Kräfte. Und das könnte natürlich an den Knotenpunkten von solchen Strukturen dann zu enormen Kräften, Scherkräften führen. Das ist alles extremer Leichtbau. Also das ist von der Statik her, von der Konstruktion her, ist es keine leichte Aufgabe. Deshalb hat man das bisher noch nicht realisiert. Ich kann mir allerdings vorstellen, wer von Ihnen vielleicht den Film Der Marsianer gesehen hat. Viele Science-Fiction-Filme nehmen ja diese Idee auf, die man auch hier in dem Film sieht, dass man halt irgendwie so ein Modul in Rotation versetzt, dass das der naheliegende Weg ist, um für längere Zeiten, in denen man in der Schwerelosigkeit ist, diese Effekte abzudämpfen. Und ob man das dann tatsächlich auf 1G, also auf ein Äquivalent hier auf der Erdoberfläche, Beschleunigung von 1G oder nur einen Bruchteil davon bringt, das wird man sehen. Aber bisher ist sowas noch nicht realisiert aus den genannten Gründen. So, drei letzte kurze Fragen haben wir noch. Ja, Herr Reiter, ich habe mal in der Firma gearbeitet, die verantwortlich war für die Luftkeimmessung. Und da wurde auch ein Gerät eingesetzt, das auch bei der NASA auf der
auf der ISS, glaube ich, auch die Keime in der Luft gemessen hat. Meine Frage, oder ich hatte immer gedacht, dass in diesem Milieu, in dem sie schweben und dann auch monatelang sich bewegen, dass wenig Keime in diesem Milieu sind und dass sie dann, wenn sie wieder auf die Erde kommen, sie mit Keimen konfrontiert werden, damit ihr Immunsystem wieder mobilisiert wird. Wie geht man damit um oder welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Ja, also zunächst mal, es ist richtig, die Luft wird in bestimmten Zeitabständen untersucht. Es gibt allerdings bisher noch kein Messgerät, was sozusagen in Echtzeit die Anzahl der Keime, die in der Atmosphäre sind, einem anzeigt. Da haben wir bei der ESA ein Projekt, das wir vorantreiben, um diese Echtzeitmessung dann dort oben auch zu ermöglichen. Solche Qualitätsüberprüfungen von der Luft werden so durchgeführt, dass man da so evakuierte Ballons hochbekommt, Metallballons, die werden dann geöffnet, ja, die saugen sich dann mit Luft voll, dann wird das wieder zur Erde runtergeschickt und wird dann offline analysiert. Die Belastung durch Keime darf natürlich bestimmte Werte nicht überschreiten und solange das nicht der Fall ist, wird da auch keine es sind keine Maßnahmen erforderlich. Die Luft wird permanent dort oben gefiltert und zwar muss ja das Kohlendioxid muss aus der Atmosphäre entfernt werden, deshalb wird die Luft permanent umgewälzt. Es gibt keine thermische Konvektion, auch deshalb muss die Luft mit Hilfe von Ventilatoren permanent umgewälzt werden und neben dem Absorption von dem Kohlendioxid muss natürlich der Sauerstoff, der über Elektrolysegeräte erzeugt wird, in der Station verteilt werden. Und das heißt, die Luft ist permanent im Fluss und die wird über sogenannte HEPA-Filter permanent dann auch gefiltert und irgendwelche Staubteilchen oder auch Keime rauszubringen. Also insofern ist dafür gesorgt, dass die Luft möglichst wenig Keime hat. Dann gibt es natürlich noch einen Aspekt, den Sie genannt haben, das Immunsystem. Das ist so ein Effekt, der auftritt, wenn man in die Schwerelosigkeit kommt, wird das Immunsystem im Prinzip abgeschaltet. Also auch deshalb ist es wichtig, dass immer überprüft wird, ob es hier irgendwelche Bakterien oder was auch immer, Pilze, Sporen gibt, die einem da gefährlich werden können. Und solange eben diese Überprüfung, von der ich gerade gesprochen habe, zeigt, dass das unter dem vorgegebenen Grenzwert ist, besteht da keine Notwendigkeit, irgendwelche Maßnahmen zu treffen. Von Ihrem Kollegen Alexander Gerst habe ich gehört, dass Anfänger auf der Raumstation Kopf vorausschweben, aber Fortgeschrittene eher seitlich. Womit hängt das denn zusammen? Okay, das ist mir jetzt so nicht bekannt. Also was ich bestätigen kann, ist, wenn Sie das erste Mal in die Schwerelosigkeit kommen und dann in so einer großen Raumstation sind, dann müssen Sie erstmal lernen, sich dort richtig zu bewegen. Die Tendenz, die meisten haben, ist, mit viel zu viel Kraft sich abzustoßen. Ja, die sind auf der einen Seite dieses Riesenkomplexes, sagen, ich möchte nach da hinten und dann stoßen die sich so kräftig ab, was überhaupt nicht notwendig ist, weil dann flitzen sie dadurch die Schwerelosigkeit und haben dann an der anderen Seite das Problem, sich abzubremsen. Ja, und reißen dann möglicherweise irgendwelche Sachen, die da an der Wand gerade verstaut sind, mit runter. Wenn man so ein paar Tage das dann erlebt hat, dann merkt man, dass da reicht ein Druck hier so gerade mit der Fingerkuppe und dann schweben sie so wunderschön durch die Station. Ob man jetzt Kopf zuerst oder Beine zuerst oder seitlich oder wie, das ist relativ egal. Das Interessante ist, und das haben auch viele Kollegen von mir bestätigt, dass meistens so nach drei, vier Tagen im Gehirn irgendwie so eine Umprogrammierung stattfindet. Bis zu diesem Punkt sucht man eigentlich immer, sich so wie man das hier von der Erde gewohnt ist, mit oben und unten zu orientieren. Die ganzen Module haben ja eine bestimmte Auslegung, die Beschriftungen sind natürlich in einer bestimmten Richtung und da achtet man am Anfang mehr oder weniger unbewusst drauf. Und nach
ja, so nach 4-5 Tagen ist das vollkommen egal. Dann schweben sie da an der Decke rein und das macht ihnen überhaupt nichts aus und das sieht dann auch nicht mehr komisch aus. Am Anfang, ja, wenn sie also umgedreht in so ein Modul reinfliegen oder um 90 Grad gedreht, das ist ganz interessant, weil die Dinger sind teilweise, also die russischen Module, die sind ungefähr ja, so knapp einen Meter breit und ja, so vielleicht 1,85 Meter hoch. Ja, also das heißt, sie schweben normalerweise durch so einen engen Korridor. Und wenn sie jetzt um 90 Grad verdreht schweben, dann haben sie plötzlich so einen ganz breiten Korridor. Und am Anfang sagt man noch, das ist jetzt aber komisch, bist du hier im falschen Modul? Und nach ein paar Tagen ist das weg. Da hat sich irgendwie das Orientierungsvermögen hat sich daran gewöhnt. Also das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann, ob man da als Anfänger mit Kopf zuerst oder so, also ich habe das so nicht wahrgenommen. Das ist mehr so die Art und Weise, wie man umlernt, in der Schwerelosigkeit dort seinen Körper möglichst schnell von A nach B zu bringen und sich so dann zu arretieren, wenn man mechanische Aufgaben zu erledigen hat, sich so festzuklemmen, dass sie, wenn sie einen Schraubenzieher gebrauchen müssen und so im Handgelenk drehen, nicht plötzlich sich der Körper um den ganzen Schraubenzieher dreht, statt umgekehrt. Bevor ich zu meiner eigentlichen Frage komme, habe ich noch eine Anmerkung zu einem meiner Vorredner. Da war die Rede von Simon, dieser Kugel. Also ich glaube, das war eher Simon Wright von Captain Future, der als Namenspartner da der betreffende welche gewesen sein könnte. Aber die eigentliche Frage wurde teilweise vorhin schon behandelt. Und zwar haben Sie ja gesagt, dass die Transportkosten wahrscheinlich in absehbarer Zeit sinken werden. Habe ich so jedenfalls so verstanden, insbesondere wenn man jetzt die recht effiziente Technik von Elon Musk betrachtet. Das heißt natürlich auch, alles, was man sich unter Ariane 6 und anderen Trägersystemen vorstellt, wird nicht mehr konkurrenzfähig sein, weil viel zu teuer. So ungefähr wie in Wartburg 1989. Wie kann die Industrie darauf reagieren? Und was halten Sie für sinnvoll, wie die nicht-amerikanische Raumfahrtindustrie, insbesondere die europäische, damit umgehen soll, dass sie in kurzer Zeit wahrscheinlich veraltete Technik haben wird? Ja gut, also sehr, sehr interessantes, aber auch sehr komplexes Thema. Lassen Sie mich mal damit beginnen. Sie haben gesagt, die sehr effiziente Technologie von dem Elon Musk. An der Stelle muss ich direkt mal ansetzen. Also das, was der Elon Musk da einsetzt, ist jetzt keine hochgezüchtete Technik. Das ist eigentlich ganz hausbacken. Das ist Technologie aus den 60er Jahren. Er verwendet kerosinflüssigen Sauerstoff. Das ist schon in den 60er Jahren verwendet worden. Die Sojus fliegt mit Kerosin und flüssigem Sauerstoff. Das ist also eine Treibstoffkombination, die es gibt bessere oder effizientere Treibstoffkombinationen. Aber es ist eine gute Wahl, weil es relativ robust ist und er natürlich im Vergleich zu den hochgezüchteten, wesentlich effizienteren Triebwerken, die mit flüssigem Wasserstoff und flüssigem Sauerstoff fliegen, die natürlich schwerer zu beherrschen sind. Diese Technologie ist schwerer zu beherrschen und erzeugt zwar vergleichsweise mehr Schub, aber ist eben, wie gesagt, ist etwas teurer. So, zweitens, also es ist jetzt nicht so eine furchtbar neue Technologie. Was er natürlich gemacht hat, er hat diese Wiederverwendbarkeit zum Einsatz gebracht. Das ist in der Tat ein interessanter Aspekt. Aber der Beweis, dass er tatsächlich damit die Startkosten senken kann, der ist noch zu erbringen. Weil wenn er so ein Triebwerk, wenn es geflogen ist, dann wieder zum Einsatz bringen will, dann muss das überholt werden. Und die Frage ist jetzt, wie viele Einsätze braucht er, bis er da rein wirtschaftlich so ein Break-Even-Point, also mit dem Aufwand, der für die Wartung, die Überholung der Triebwerke ist, bis dieser Break-Even-Point erreicht ist. Sie haben das jetzt sehr, sagen wir mal, sehr pointiert gesagt, die veraltete Technik in Europa. Es ist immer noch auch eine Frage des autonomen Zugangs zum Weltraum. Wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, okay, wir verzichten
einfach auf die Entwicklung eigener Trägersysteme und schauen uns halt auf dem Weltmarkt um und fliegen mit denen, die am besten, die den günstigsten Preis haben. Der Grund, warum wir in Europa eigene Trägersysteme entwickelt haben, ja, in den 60er Jahren, der bestand darin, dass nämlich die USA sich geweigert haben, Telekommunikationssatelliten aus Europa in den Weltraum zu bringen. Also das heißt, bei der Frage, brauchen wir ein eigenes Trägersystem, müssen auch immer solche strategischen Erwägungen eine Rolle spielen. Natürlich, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, spielen strategische Erwägungen und sagen wir mal, kostengünstiger Staat soll nicht gegenläufig sein. Insofern denke ich, dass wir mal schauen müssen, wie die Ariane 6 sich jetzt bewähren wird. Ist ja noch ein bisschen hin bis 2020, bis der Erstflug stattfinden wird. Und dann müssen wir halt schauen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gegenüber den Transportkosten, die heute die Ariane 5 noch fordert, da um einiges niedriger liegen. Ob wir dann in die gleiche Größenordnung wie Elon Musk kommen, das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Da müssten wir jetzt einen Kollegen aus dem Launcher-Bereich fragen. Aber ich bin ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass spätestens der nächste Schritt dann auch in Richtung von Wiederverwendbarkeit gehen muss. Also da, glaube ich, führt kein Weg dran vorbei. Und mit welcher Treibstoffkombination oder mit welchem Konzept, das wird sich zeigen. Man darf nicht vergessen, es gibt ja auch immer mal wieder die Versuche, die ersten 10, 20, 30 Kilometer in der Atmosphäre mit luftatmenden Triebwerken zurückzulegen und dann eben erst eine Oberstufe einzusetzen. Auch das halte ich nach wie vor für interessant. In England wird hier ein entsprechendes Triebwerk entwickelt, das bis in die oberen Schichten der Atmosphäre den Sauerstoff, der in der Atmosphäre ist, verwendet und dann erst die klassischen Raketentriebwerke verwendet. Also da wird sich in der Zukunft sicherlich noch einiges an Entwicklungen ergeben. Aber heute zu sagen, dass das die Paradelösung ist und das, was wir machen, veraltete Technik ist, glaube ich, das ist zu früh. Wir sind in allen Bereichen der Raumfahrt durchaus auf Augenhöhe, also nicht nur bei den Trägerraketen, bei Satellitennavigation, bei Erdbeobachtung, bei den Wissenschaftsmissionen. Da brauchen wir uns also nicht zu verstecken. Einen großen Nachteil haben wir allerdings, und da gebe ich Ihnen recht. Elon Musk kann in kürzester Zeit entscheiden, programmatisch, wo er was produzieren will, technische Änderungen einbringen. Mit 22 Mitgliedsländern bei der ESA ist es natürlich ein etwas längerer Prozess. Und insbesondere nicht nur der Entscheidungsprozess ist ein bisschen länger, sondern auch die Frage, wo dann die Produktion, also die industrielle Verteilung stattfinden soll. Elon Musk macht das fast alles unter einem Dach. Und bei uns ist es halt auch immer wichtig, dass die Länder auch einen Teil der Produktion machen. Also das sind nur mal so die Rahmenbedingungen, unter denen wir produzieren. Aber dafür, dass die so jetzt ein bisschen schwierig sich anhören, glaube ich, schlagen wir uns ganz gut. Also wir haben gute Missionen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Sie haben ja vorhin so schön beschrieben, diesen Blick aus dem Weltall auf die Erde, auf unseren Planeten, den noch viel mehr Menschen eigentlich genießen sollten, damit vielleicht auch eine Veränderung mit einhergehen würde. Deshalb kann ich mir jetzt ganz zum Schluss die Frage nicht verkneifen, auch gerade, weil Alexander Gerst gerade im Alles, wenn Sie seine Mission begleiten, das mitverfolgen, wären Sie jetzt gerne selber nochmal oben? Ja, also ich müsste auch heute keine Sekunde überlegen, wenn jetzt mein Chef sagen würde, hier, wir brauchen unbedingt einen, wer möchte denn? Aber das ist eine rein hypothetische Frage. Ja, ich würde das sofort wieder machen. Aber wie in jedem Beruf kommt eben der Moment, wo dann der Wechsel zur nächsten Generation ist. Und das ist eben jetzt bei uns, hat das stattgefunden. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die 2009 rekrutiert wurden. Und die machen das hervorragend. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren, Dr. Thomas Reiter. Es war uns eine Ehre. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich wollte noch sagen, viel Spaß bei dem Film gleich. Ich
Ich hoffe, Sie sehen es mir nach, wenn ich mich verabschiede. Ich habe diesen Film bestimmt. Also ich habe es nicht gezählt, aber ich glaube, ich könnte mitsprechen. Also viel Spaß dabei, und wenn Sie mal dran denken, wie das so ist an der Raumstation heute und wie das vielleicht in 20 Jahren mal sein könnte, dann genießen Sie bitte den Film.